Frauen keine schlechteren Unternehmerinnen sind, als es Männer sind. Ja. Und dass wir das Potenzial einer gut ausgebildeten Frauengeneration nicht beiseite schieben können. Es gibt in meinem Bundesland, in Rheinland-Pfalz, schon sehr lange Initiativen, Frauen als Unternehmensgründerinnen auch zu unterstützen. Das hat auch was damit zu tun, dass man ihnen Mut machen muss, Unternehmen zu gründen. Und es ist aber auch nach wie vor so, dass Frauen doch einen Großteil auch Familie organisieren und damit die Vereinbarkeit Familie und Beruf verbessert werden muss. Und eine selbstständige Unternehmerin, wenn sie schwanger wird und ein Kind bekommt, ist in einer viel schlechteren Situation als ein männlicher Unternehmer eines kleinen mittelständischen Unternehmens. Und von daher müssen wir schon die Frauen viel, viel stärker in den Blick nehmen und auch deren speziellen Unterstützungsbedarf. Und die Welt wird ein ganzes Stück reicher, wenn wir auch diese Frauensicht einbeziehen.